der Oscarverleihung mit obenrum Smoking, untenrum Ballrobe aufgefallen ist. Ja, das war auch schon dolle, aber das ist schwarz auch hier. Und dieses Jahr in weiß bei den Golden Globes mit einer Wahnsinnsschleppe. Und dass die nicht nur toll aussieht auf dem roten Teppich, sondern für jede Menge Wirbel sorgen kann, das hat er uns nicht mehr durchwischen, das erledigt der Mann hier von selbst. Aber man braucht wahrscheinlich viele helfende Hände, ne? Da waren mindestens 3 Assistenten dabei und sein Ehemann, die immer die Schleppe im Arm hatten. Herrlich. Wer war besonders nervös? Gab es da jemand? Tatsächlich Jennifer Lopez. Von der hätte ich das jetzt am wenigsten gedacht. Ne? Eigentlich eine coole Socke, müsste Absolut, man denken. Absolut, ne? Immer so ganz toll gestylt. War sie auch dieses Mal. Sie war nominiert als beste Nebendarstellerin, ist leer ausgegangen, aber hat quasi im Vorfeld schon alle verrückt gemacht und am meisten ihren Verlobten Alexander Rodriguez, ein schwerer Name, A-Rod ist einfacher, sein Spitzname, der sie schon ab morgens um 8 begleitet hat im Fitnessstudio. Auch das haben sie in den sozialen... Unter dem Weihnachtsbaum, also wenn sie mal auffallen wollen. Gibt es Schönheitsgeheimnisse? Irgendwas wissen, was wir wissen müssen, Zaubereien, von denen du berichten kannst. Das Neueste in den Beauty-Körbchen in Hollywood und vielleicht auch schon ein schönes Ostergeschenk für alle Männer ist der, ich sag's mal so, Gesichtsvibrator. Und das ist wirklich nichts Schweinisches. Das klingt jetzt wild zu sein, musst du kurz erklären. Ist so ein bitte. Kleines Teil, sieht ein bisschen aus wie ein Nassrasierer. Ja. Und das benutzen ganz viele Stars, auch noch die Muskulatur. Das eben war Gwyneth Paltrow. Und ich habe schon mal ins Netz geguckt, solche Dinger gibt's zwischen 10 und 20 Euro ganz normal im Internet zu bestellen. Das wackelt, das Teil. Das nehmen wir einfach so mit. Ein schönes Bild hast du noch für uns, was zeigt wahre Größe in Hollywood. Kann ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Sehr schön, erzähl mal, worum geht's da. Nicole Kidman hat sich mit ihren Freundinnen gepostet, so wie wir das auch machen. Ganz bodenständig und lustig, diesmal auf dem roten Teppich der Golden Globes. Die Freundinnen sind Renee Zellweger in der Mitte und Scarlett Johansson ganz außen. Und da sieht man mal, wie groß Nicole Kidman und wie klein offensichtlich all die anderen sind. Wobei, die haben ganz normale Größen, ne? Die ist so riesig. Du, wenn die einen Film zusammendrehen, brauchen die anderen Hocker. Wunderbar. Susanne, es war wunderbar. Vielen Dank. Wir haben weitere Promis jetzt für Sie und sagen danke bei der wunderbaren Susanne. Was haben wir danke wieder alles dir. Gelernt? Wackeldinger fürs Gesicht. Das ist ich kann noch elektrische Zahnbürste nehmen.